Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grundlage für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen bei uns in Deutschland ist nicht das, was jeder und jede von uns so an Ansprüchen hat, wenn man krank ist, sondern ist § 4 Asylbewerberleistungsgesetz. Und dort heißt es in Absatz 1 zur Behandlung, und darauf kommt es an, akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei und Verbandmittel und so weiter zu gewähren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kruse, Sie haben gesagt, auch die CDU setzt sich für eine angemessene medizinische Versorgung von Flüchtlingen ein. Dies ist aus Sicht der Grünen keine angemessene Versorgung von Flüchtlingen, denn hier wird nur eine Notversorgung gewährleistet. Und in der Tat habe auch ich in meinem Wahlkreis hier Beispiele zu benennen, wo tatsächlich auch Erkrankungen seitens des Sozialamtes abgelehnt wurden zu behandeln, was aus meiner Sicht auch absolut nicht geht. Das heißt, diese Notversorgung ist aus unserer Sicht nicht nur europarechtlich nicht mehr kompatibel, auch dort gibt es große Bedenken, sondern stellt eine Diskriminierung dar und menschenrechtlich für uns hochproblematisch. Hier gibt es nur eine Antwort, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Stotko hat es schon gesagt, dieses Asylbewerberleistungsgesetz brauchen wir nicht, es gehört abgeschafft und dafür setzt sich Rot-Grün ja auch auf Bundesebene ein. Herr Herrmann, Sie haben sehr schön teilweise einen Antrag von Rot-Grün aus Niedersachsen abgeschrieben. Die Inhalte sind auch alle richtig, aber ich glaube, in Nordrhein-Westfalen brauchen wir die, sind wir eigentlich weiter. Und wir brauchen hier diese Prüfaufträge alle nicht, denn schauen Sie sich mal im Land an, Sie sprechen drei Punkte an, sind Kommunen beispielhaft auf einem guten Weg. In Münster weiß ich, dass dort in Bündnisverhandlungen der neuen Ratsmehrheit genau so eine Bremer Modellverhandlung mit der örtlichen Krankenkasse geführt werden soll. Denn in der Tat kann sowas in einem Flächenland nur örtlich geschehen. Ich weiß, in Bonn hörte ich vom Kollegen Stamp, dass auch dort Gespräche geführt sind. Und auch genau da gehört es hin. Und die Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Das heißt, das Land muss nicht mehr aufgefordert werden, zu prüfen, ob es geht. Die Kommunen machen es längst. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und ich hoffe, da kommen auch bald Ergebnisse dabei raus, die wir dann ins Land bringen können. Zweiter Punkt, anonymer Krankenschein, gilt genau das Gleiche für mich wie Punkt 1. Ein Modellversuch wäre hilfreich. Könnte man mal probieren. Und auch da sehe ich die Städte und die Kommunen in der Verantwortung. Und ich glaube auch, dass es da eine hohe Bereitschaft gibt. Dritter Punkt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Übermittlungspflichten, die Sie im Antrag ansprechen. Das heißt, dass humanitäre Hilfen von illegalen Flüchtlingen rechtlich gleichgesetzt werden wie Schleusertätigkeiten oder andere Taten. Das heißt, wir haben hier eine Kriminalisierung der Helfer und ein Arzt, der einem Schwerstkranken, Herr Kruse, hören Sie zu, deswegen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn ein Arzt einen schwerkranken Menschen ohne Papiere hilft, ja, ihm auch vor Tod bewahrt, wie auch immer, Nothilfe leistet, was auch immer, steht dieser Arzt in Deutschland mit einem halben Bein im Gefängnis. Und ich finde, das kann nicht sein. Und die Ärzte fordern das seit langem, dass diese Hilfen, die sie aus ihrem hippokratischen Eid auch ableiten, dass die nicht kriminalisiert werden dürfen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das gehört im Aufenthaltsgesetz dringendst gelöst. Das heißt, zusammenfassend, selbstverständlich sind die Dinge, die Sie im Antrag ansprechen, alle richtig. Wir brauchen hier eine bessere medizinische Versorgung. Deswegen setzen wir uns weiter für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ein, für eine Überführung der Flüchtlinge ins SGB II, dann auch mit einer anständigen gesundheitlichen Versorgung. Solange wir das nicht haben, unterstützen wir, und ich gehe auch davon aus, die Landesregierung, aber das wird der Herr Jäger ja gleich sicher sagen, will dem nicht vorweggreifen, Herr Minister. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Landesregierung diese kommunalen Initiativen auch unterstützt. Und insofern, glaube ich, brauchen wir hier keine Prüfaufträge mehr und haben uns da auf den Weg gemacht. Schönen Dank.